So, Hörchen, Puppelchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered. Ich will noch mal ganz kurz was gucken. So, das sieht doch schon besser aus. Und zwar habe ich jetzt ganz lange nichts mehr gemacht und weiß aber nur begrenzt, wie es hier so weitergeht. Beim letzten Mal habe ich ja gesucht, wie man dieses Nitroglycerin hier in Beschlag nehmen kann, weil wir das für unsere Bombe brauchen. Und habe den Schalter hier total vergessen. Deswegen machen wir hier einfach mal weiter. Ich brauche den Electrobolt. Keine Ahnung, warum ich den jetzt nochmal hacken musste. Das wird mal wieder ein Spaß. Ich muss nach da oben. Nach da oben muss ich. Ja, ich habe mich dazu entschieden, das jetzt endlich mal weiterzumachen und hoffentlich auch demnächst fertig zu machen. Dass wir mal hier erstens vorankommen, zweitens ich ein anderes Projekt wieder anfangen kann. Oh, so einen hatte ich noch. Oh, den hatte ich schon ausgerüstet. Okay. Dann brauche ich noch so ein waagerechtes Teil und noch so eins. Und fertig. So. Ich habe gemerkt, das ist blöd, weil... Ach, diese scheiß Übersteuerung immer vom Mikrofon. Entschuldigt. Da müsst ihr jetzt mal durch. So. Gut. Mikrofonprobleme geklärt. Das war alles. Wir müssen jetzt das Nitroglycerin zurückbringen. So, okay, den hab ich. Nicht. Was das angeht, bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich muss nur gucken, wo dieser Kackspleißer hin ist. Weiß, wo ich lang muss, aber ich habe den noch eben gehört. Wo kam der dann her? Ja gut, das soll mir... Ich blute überall. Ja, ist doch schön, dass du blutest. Oh. Richtige Munition, das ist super. Keine Ahnung, woher der kommt, aber es gibt ja auch Respawn. Ist jetzt die Frage, will ich das schon rein? Ja, komm, drauf geschissen, reingebaut, fertig. Ja, die haben wir jetzt einfach mal im Rucksack. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Wir haben uns geirrt. Bis in die Finsternis hier unten. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil es in der Liebe steht. Er nimmt sich ja kleinen und schwarzen. Wir sind Zeugen. Ich
kann dich nicht sehen, aber er schon. Dupdi-dupdi-du. So, ist eigentlich... Warum hast du mich verlassen? Oh, Kacke. Ich kann die jetzt auch nicht triggern oder so, dass die halt herkommen. Ich werde dir gehorchen. Ich tue, was du sagst. Hab ich den jetzt gekriegt? Ja. So, es war nur einer, ne? Oder nur zwei. Bin mir da gar nicht so sicher, ob ich den zweiten jetzt getroffen habe. Boah, der hat mich erschreckt. Muss jetzt hier mal ein bisschen... Safety is everyone's responsibility. Ein 91 days since or last accident. Accident last 4 years. Accident, also Unfälle letztes Jahr und dieses Jahr. Okay, ja, scheint doch gut zu laufen, was das angeht. So, die... Da steht ja noch einer. Es gefällt mir nicht, dass da noch einer steht. Die Frage ist, wo kriege ich den her? Da kommt jetzt kein Pixis Level Sister. Okay, schade. Gut, da muss der wahrscheinlich oben sein. Das ist natürlich auch noch möglich. Gut, Splydog. Splice-Organe. So, das Gefühl, dass der vielleicht aufstehen könnte. Oh, wir haben wieder Dollar. Bam. 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 Jo. Nee, das lasse ich mal. Kopf einmal Pistolenkugeln. Können wir ionischen Strot, Brandbolzen, Stickstoff. Ne, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel. Willkommen im Zirkus der Werte. Warte mal, kann ich den hacken? So, ich weiß, dass es auch schwer ist, aber es muss irgendwie funktionieren. So, jetzt bräuchte ich noch einen nach oben. Dann habe ich ein bisschen... So, dann so einen, den dahin. Habe ich noch so einen geraden? Ja, perfekt. So, dann kaufe ich nämlich den ionischen Schrot. Kaufe ich mal hier ein. Fall, dass ich ihn... Oh, ich wusste, dass der Arsch aufsteht. Ich habe es irgendwie im Urin gehabt. Ich finde es gut, dass man die... Dass hier überall Armbrustbolzen rumliegen. Und auch Kohle und allem drum und dran. Finde ich gut. Dingsbums, dass wir die Bolzen wieder aufheben können. Ich gehe jetzt ein bisschen langsam vor, weil ich glaube, einfach blindlings in so ein Dingsbums rein. Rennen wird nicht so geil. Vor allem hier, wenn ich mal bedenke, wie oft ich beim letzten Mal hier so einfach abgeschissen habe. Ich hoffe, ihr feiert das Let's Play noch mit mir. Und habt überhaupt noch so ein bisschen...
Bock. Jo. Bolzen. Ist eigentlich ganz gut, dass ich nicht so viele gekauft habe. Genau, das wird er tun. Die Rosie läuft hier noch ein bisschen rum. Die Frage ist... Okay, der kriegt keine Lebenssister. Noch Granaten rum. Können wir noch einen Pep-Riegel essen? Kein Alkohol natürlich. Boah, ich kann mich noch dran erinnern, ey. Boah. Hier schreit doch die ganze Zeit noch Menschen. Verzeih mir, Vater. Ich werde dir gehorchen. Ey, ich habe 90 Adam. Das könnte ich eigentlich ausgeben. Die Frage ist... Möchte ich... die ausgeben. Ja, will ich. Wollen wir mal gucken. Gen-Upgrades. Was können wir denn? Eve-Upgrade. Ziel-Dummy. Winterblaze. Insektenschwarm. Zahnkleidkorb. Electrobolt. Wir haben Electrobolt 3. Nee. Feuerdrang. Der das Gegner geringerer Verbrauch als Version 1. Verheeren bei Gegnern im Wasser. Oh, geil. Erstmal ein Eve-Upgrade. Und dann können wir uns nichts mehr leisten, ne? Okay. Können wir natürlich jetzt diese ganzen Maschinenbuster und so weiter und so fort. Aber Eve-Upgrade, denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir uns das mal ein bisschen, wenn wir uns da selbst mal so ein bisschen pushen. Wir können uns ja am Let's Play ein bisschen Zeit nehmen. Wie gesagt, das ist aktuell das einzige Let's Play. Och, herrlich. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh super. Rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Okay, Gen-Upgrades. Was gibt's da? Power? Nee. Können wir was bauen? Trinker. Beim Trinken von Alkohol werden kleine Mengen Eve wiederhergestellt, statt entzogen zu werden. Ist okay. Blutdurst. Du hast eine kleine Menge Gesundheit und Eve, wenn du Schaden mit dem Schraubenschlüssel zufügst. Ist auch okay. Wärmesuchend. Panzergranaten für den Granatwerfer. Fallenbolzen. Ionisches Gel. Will mal gucken. Okay, Autohacker, die sind immer gut. Nein, ich kann keine mehr machen. Panzerbrechend. Ist auch okay. Jo, die Frage ist, beim Trinken von Alkohol, okay, werden keine Hackers Delight, Medical Expert, Eve-Link. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Medical Expert 1 und 2, ob die sich... ob die eine Symmetrie haben, dass die sich ergänzen oder dass die... mir fällt jetzt gerade der Spruch nicht ein, dass die halt aufeinander aufbauen. Da gibt es auch so ein gewissen gibt auch so ein gewisses Wort, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Na gut, ist ja auch erstmal jetzt dahingestellt. Naja, ob die so eine gewisse Synergie haben. Medical Expert 1 und 2 macht theoretisch sozusagen den Effekt von Medical Expert 3 oder ob die sich gegenseitig aufheben. Wenn du 2 drin hast, ist der 1 dann nicht mehr weg. Deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Ja, da bin ich doch schon dabei. Ich bin doch hier schon gerade am Maschinenhacken, lieber Atlas.
Also von daher alles gut. Wenn es überhaupt machbar ist. Aber ich glaube, diese Teile sind... ich glaube, die Teile sind echt einfach zu hacken gerade. Ich bräuchte jetzt eine Kurve. Gerade so. So, bevor ich das aber mache, hier liegt natürlich noch Muni und allem drum und dran. Da hat er aber, glaube ich, nicht ganz unrecht. Ich lege hier mal eine Kontaktmine hin. Da hat er schon echt nicht unrecht. Dann vielleicht hier noch eine. Da noch eine. Das schickt dann auch. Was hacke ich jetzt nochmal? Also das finde ich gerade sehr gut, dass wir uns hier ganz entspannt auf diesen Kampf so ein bisschen vorbereiten können. Was mir natürlich auf der anderen Seite aber auch ein bisschen Angst macht. Weil es kann natürlich sein, dass uns dementsprechend was extrem...